Bank, die aus Italien hier angereist ist, gelobt. Berlusconi, Fini, Frattini, Buttiglione. Ich hatte Angst, er kommt noch mit Maldini und Del Piero und Garibaldi und Cavour. Aber einen hat er vergessen, Herr Pöttering, nämlich den Herrn Bossi. Das ist auch ein Mitglied dieser Regierung. Und die kleinste Äußerung, die dieser Mann macht, ist schlimmer als alles, wo dieses Parlament Beschlüsse gefasst hat gegen Österreich und die Mitgliedschaft der FPÖ in der österreichischen Regierung. Über den müssen wir dann ja auch mal reden. Und Sie sind nicht verantwortlich, Herr Ratspräsident, für den Intelligenzquotienten Ihrer Minister, aber verantwortlich für das gegen Ihren eigenen Minister. Und ich will ein Wort aufgreifen, das der Kollege Di Pietro hier genannt hat. Der Virus des Interessenkonfliktes, hat er gesagt, darf nicht auf die europäische Ebene gehoben werden. Ja, da hat er recht. Und jetzt ist man hier in diesem Haus seit Tagen immer in der schwierigen Situation, wenn man über die italienische Ratspräsidentschaft redet. Ich freue mich trotzdem, dass Sie heute hier sitzen und ich mit Ihnen diskutieren kann. Das verdanken wir nicht zuletzt Nicole Fontaine. Denn wenn Nicole Fontaine es nicht so gut geschafft hätte, die Immunitätsverfahren Berlusconi und Dell'Utri, ihres Assistenten, der heute ausnahmsweise mal anwesend ist, so lange zu verzögern, dann hätten sie die Immunität, die sie brauchten, nicht mehr besessen. Auch das ist eine Wahrheit, die an diesem Tag... Esto es porque no avete mai acceso, mai acceso, mai acceso una televisione argentina. Es porque ve manca el sole dell'Argentina, ve manca l'ironia dell'Argentina, ve manca lo tango, lo tango argentino, ve manca todo, ve manca. E vieni qui a parlarmi del poker. Tu sei un turista e del poker in Argentina. Maricón de mierda, maricón de mierda. Vieni qui, Alejandro. Es esta que me manca. Es la fuerza de la Argentina. Fuerza Argentina. ¿Qué caso ha preso? Alejandro de mierda. Es otra. Pero un momento. Es la fuerza de la Argentina, porque esta me la ha data Maradona. C'era l'autografo aquí de Maradona. Ahora si es sbiadito porque, vero, la tenemos siempre en el sol. E forza Argentina. Argentina siempre. Argentina, Alejandro. Maricón de mierda, e ora te ne vai! Toma todo! Mi hai rotto lo coglione! Basta con tue maffrine. Signor Presidente, io non escluderei la possibilità di conservare un nucleo di esemplari umani. Sarebbe piuttosto facile. Gli nazionalistici! Professore, lei ha parlato di un rapporto di 10 femmine per ogni maschio, ma questo comporterebbe forse l'abbandono definitivo delle cosiddette relazioni sessuali monogame, e intendo dire per quanto riguarda gli uomini. Pensare di salvare tutto è un'opera divina. Salvare il salvabile, quello che va salvato. Separare le cose buone da quelle cattive. Io penso che questo è un punto della storia in cui non devi andare a leggere i libri di economia, ma la Bibbia. Nella Bibbia c'è il buono dal cattivo, il grano dall'olio, c'è l'immagine dello stacco ogni 7 anni, il sabbatico, c'è il giubileo. Io penso che noi possiamo e dobbiamo salvare le famiglie, il lavoro, la parte buona della finanza, non farci portare a fondo dagli zombie, dalle banche che non stanno in piedi e che vengono tenute in un qualche modo in vita dai governi. On our womb, that's no good. Anyway guys, it's gonna be interesting to see the penalty kicks, and it's gonna be even more interesting to see us after the game. So now, enjoy what else is going to be to be enjoyed, and then here we go. Salute! Salute! Viva l'Italia! Qui o ci arrestano o ci scambiano per persone famose.